Moin Moin Leute, was geht? Ja, ich bin mal wieder zurück mit einem kleinen Tauschpaket hier in der Art. Von den lieben Björns Nerdvlog, ne? Wer ihn noch nicht kennt, geht mal auf seinen Kanal. Und nach dem Intro seht ihr dann, was da drin ist, ne? Viel Spaß! Ja, ich habe mit Björn getauscht und ich habe ein paar Ermimos gegen seine Sachen getauscht, weil er auch lieber Kerl ist und so weiter, habe ich das auch alles gemacht. In Lübeck gab es nämlich einen Euroshop, nämlich ganz günstig Ermimos zu kaufen. Vielleicht werdet ihr das wahrscheinlich auf seinem Kanal sehen, was ich da geschickt habe, aber er hat mir auf jeden Fall ein kleines Paket hier geschickt. Und was da drin ist, das sehen wir nämlich jetzt. Ja, wer ist Björn? Björn ist auf jeden Fall ein, ja, auch Nerd, ne? der auch wirklich viele sammelt und so weiter, Funko Pops, Ermimos. Packt auch jeden Monat viele Boxen aus und so weiter. Und ja, der ist da mit Leidenschaft da dran. Also wie gesagt, vergesst nicht mal auf seinen Kanal zu schauen. Vielleicht noch ein Abo da zu lassen. Grüßt ihn von mir. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt da mal rein. So, er hat das auf jeden Fall super verpackt. So muss das sein. Luftpolster hier, ne? Okay, so, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt kommt es auch an. Ich hab zwei Sachen, kannte ich jetzt gar nicht. So, ich habe gesagt, okay, die nehme ich jetzt hier mit und so weiter. Er hat mir das geschickt. Einmal das hier. Ich habe jetzt keinen Plan, wer das ist. Ja, dann denkt man auch so, was will er damit? Ja, ich wollte eigentlich eine Figur haben, die hat mich so ein bisschen interessiert. Aber wer ist das? Wer ist das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Ich finde aber die Figur eigentlich ganz geil. Ich werde sie aber auch nicht weiter behalten. Ich werde sie wahrscheinlich vielleicht in eine Verlosung packen. In meine Road 2000. Ich sammle ja gerade ein bisschen so weiter und... Ah, mal schauen, ne? Also, das war das erste Teil, was ich bekommen habe. Die andere ist ein bisschen kopflos. Also, man kann man zusammensuchen hier. So, und die zweite Figur ist Aquarius. Aquarius sagt mir jetzt auch nicht so mega viel. Ich glaube, das ist aus einem Nintendo-Spiel. Ist von Bandai. Sieht ganz cool aus, die Figur auch. Ist auch nicht ganz cool verarbeitet. Sieht man jetzt hier auch so hier, ne? Also, weiß ich, die Größe kann ich jetzt so schwer schätzen, wenn man 10 cm. Auf jeden Fall. Und die ist aber sehr schön eigentlich detailliert. Ist hier von Bandai. Adam hier, ne? Bandai 2007. Ist auch nicht so mein Fall, aber ich wollte nur die eine Figur haben. Wie gesagt, die kommt ja nämlich gleich. Und das wird auch eine... Das habe ich auch getauscht, weil ich wollte ein bisschen Verlosungsmaterial haben. Auch in die Verlosung gehen. Und dann hat er mir nämlich das hier noch geschickt. Da ist ja der Arnie. Der Arnie hat mich am meisten interessiert. Habe ich auch schon gesagt, wer ist das, ne? Kann ich nicht sehen. Das ist nämlich der Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Wollte eine Waffe, aber das ist wohl der aus dem vierten Teil oder fünften. Ja, also ich finde ihn sehr geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Sehr alternd. Hat auch einen dicken Sack da unten, ne? Guck mal an hier. Nein, aber kann man eine Waffe reinmachen. Hat sein Oldschool-Outfit hier und so weiter. Hat eigentlich auch einen ganz coolen Paint-Job, ne? Und also ein paar Bewegungspunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und kann man auch noch. Ah, okay. 6, 7. Okay, da kann man auch noch. Okay. 8, 9. 9 Bewegungspunkte da. Finde ich ganz cool. Kann man ein bisschen posen. Kann man so hier am Arsch treten. Hua. Hasta la vista, baby. I'll be back. Fuck you, Nerd. Was hat er gesagt? Nein, aber ich finde ihn cool. Finde ihn cool. Der kommt in meine Terminator-Sammlung rein. Meine kleine Terminator-Sammlung. Aber egal, ich habe schon zwei Figuren. Nein, aber ja, also der hat es mir ein bisschen angetan. Da habe ich gesagt, ist okay, tauschen wir. Das andere kann ich wieder zum Verlosen nehmen. Das kann ich behalten. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Ne? Und ja, was sagt ihr denn zu den Figuren? Wahrscheinlich kennt ihr die anderen beiden Figuren. Die sagen mir jetzt gar nicht so viel. Klar, wer Terminator nicht kennt, der hat was in seiner Jugend verpasst. Aber könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare setzen, ob euch die Figuren auch gefallen hätten. Und ja, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke anzumachen, sonst dann verpasst ihr nie wieder ein Video auf diesem Kanal. Ne? Ein Like geben, weitersagen und weiß ich auch nicht, keine Ahnung, auf Björn raufgehen. So, vergesst nicht auch noch auf den Thomas zu gehen, der wird sich immer freuen über ein Abo. Und dann würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao. Was willst du? Was? Ja, wir sagen zusammen. Bis dann und ciao. Bam!